Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, wir sind hier beim Durchreiten auf was gestoßen. Einen neuen Steinkreis. Osiris ist von seinem eifersüchtigen Bruder in 14 Stücke geschnitten worden, die er über das ganze Land verstreut hat. Osiris' Frau Isis hat alle Teile gesucht und gefunden, bis auf eines. Und was ist mit dem vierten Stück? Ein Fisch fraß es auf. Es war sein Arm. Und so ist Osiris wieder auferstanden und wurde zum Herrscher der Unterwelt. Oh, dann konnte er keine Kinder mehr bekommen? Du wirst viel zu schnell erwachsen. Osiris, der Vater von Göttern. Bruder von Set, der ihn ermordet hat. Man sagt, dass aus Isis Tränen für ihren Mann, der Nil, entstanden ist. Mal den Sand am Herz drücken, am Herzchen drücken, dann geht es weiter. Na, wir kriegen Besuch. Hey, schütz den Nap! Was haben die alle gegen mich? Ja, danke, Senno. Scheiße, was hat er denn? Boah. Harles. Wie komme ich da schnell durch? Da oben. Die denken sich auch immer so, ey, hey, was ist denn mit dem Adler auf einmal los? Wir wissen ja nicht, dass der zu uns gehört. Na, wir wurden schon wieder entdeckt. Wie weit willst du uns denn noch folgen? Pferdchen hat gerade ein paar Probleme. Wird nämlich sau langsam. Wow. Folgt uns immer noch, ey. Gibt's ja gar nicht. Okay, wir sind im Dschungel. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh. Ha! Ha! Oh, mein Google-Ding ging jetzt auch schon los. Und hat auf Dschungel reagiert. So, wir haben alles. Schön. Dann können wir uns ja jetzt um die ganzen Kisten hier kümmern. Erstmal um die Sache hier. Dieses Zeug da für Siva. Und dann habe ich, glaube ich, noch zwei Nebenquests, die ich dann noch machen werde. Ja, und das war's eigentlich. Wir haben bis jetzt alle erledigt. Ich weiß ja nicht, ob noch welche nachkommen werden, wenn wir mit Aya und Cleopatra und so nach, ich habe keine Ahnung, ich glaube, wir wollten nach Caesar oder so, wenn wir da hingereist sind. Ich weiß es nicht. Oder ob das Spiel bis dann schon zu Ende ist. Ich habe keinen Schimmer. So. Senno, muss man eben kurz einen Überblick haben. Da hinten, alles klar. So, das Pferdchen. Jetzt brauche ich Karte.
Quest ist klar, oder? Ja, ja, Quest ist klar. So. Gib den Weg frei. Wow. Ein Karren wird im Kalksteinbruch vorbereitet. Ein Karren ist auf dem Weg zum Lager beim Menophis nach Alexandria. Das ist bestimmt da hinten, die 8000. Weil Alexandria ist nämlich da hinten. Und der andere ist da oben. Ich glaube, wo auch das Fragezeichen gerade ist. Und da werden wir schon gesucht. Aus dem Weg! Hier werden wir definitiv noch nicht gesucht. Aber ich sehe schon das Ziel. Naja, der Steinbruch. Ein Steinbruch auf jeden Fall. Wir haben ja vor in den anderen Folgen ja einen anderen gesehen. So, der Hafen. Boah, jetzt wird hier jetzt wie die da den Stein schleppen. Oh, die Armen, ey. Senno hat schon gefunden. Ja. Zack. Zack. Das. Oh, wow, wow. Yoda, halt! Du siehst mich gar nicht. Diese Zone ist tabu. Ich werde dich jetzt töten. So, wo ist der Wagen? Da hinten. Oh, hier ist das ziemlich gut, sich hier so drüber zu bewegen. Hochhalla, da wäre ich beinahe reingefallen. Oh, der steht bestimmt in so einer Höhle drin. Ja, sehr schlecht. Hilf den Rebellen. Wo ist denn hier mein Freund steht hier unten drin, sag ich doch. Von wo werde ich gesehen? Von ihm, da hinten, ne? Nein, von ihm. Was? Oh ja, 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 ja. Was? Ich spreng dich um! Du hast doch überhaupt nichts gesehen. Ist das denn jetzt da noch weiter? Hier unten soll das sein. Ich glaube, ich wage es einfach mal. Ah ja. Ich sehe schon. Okay. Warum geht der letzte nicht kaputt? Wir verarschen. Aber wenn der jetzt nicht kaputt geht, weiß ich auch nicht. Los, geh kaputt.
Gibt's ja nicht. Kannst dich nicht ewig verstecken. Ich warte. Hey, was frisst das, du Ratte? So, ich hab schon, ich hab's auch schon noch kaputt gemacht. Scheiße, ich muss fliehen. Haha, da bist du! Hey, was? Verfluchter Affe! So entkommst du mir da! Wir müssen aufholen! Verfluchter Affe. Dieser schweren Rüstung könnt ihr sowieso nicht aufhören. Okay, haben wir. Nächste ist da hinten. Ich glaube, wenn ich von hier aus reise, ist das besser. Wenn du eine echte Herausforderung suchst. Nein, suche ich nicht. Definitiv nicht. Ich brauche doch ein Pferd. Ich kann dich ja leider gar nicht klauen. Ach, sie sind diese ganzen Wagen. Jo. Cool, kann ich mir einen ausborgen? Wie geil. Diese Fähigkeit kann man ja freischalten. Dass man sich so einen Wagen... besorgen kann. Hoppala. Bleibt hinter mir, Kyrios. Wir sind eine Mauer. Wie zu ihrem Bestechungsversuch. Nun gut. Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt treffe ich Otis in Alexandria. Vielleicht hat er herausgefunden, worum es überhaupt geht. Einmal wegreiten. Aus dem Weg! Hey, was bist du denn für ein? Schöne Sache. Gefahr im Verzug. Jetzt müssen wir jemanden treffen. Wen müssen wir treffen? Wo? Ach so, da. Das machen wir natürlich. Ja. Huh?
Noch, ich hätte es nicht noch blöder treffen können. Jetzt reicht's. Ich will diese Fähigkeit haben. Entführen kann man nicht. Das wäre so praktisch jetzt. Weil ich kann das Stück auch laufen. So faul wollen wir ja nun auch wieder nicht sein. Ja, das hättest du nicht gedacht, wa? Ja, da stichst mit deiner Angel. Die sonnen sich erstmal auf die Treppen. Also ich finde, in Alexandria laufen die Leute am schlimmsten rum. Was wollen die ganzen Soldaten hier? Halt! Bleib stehen! Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Was ist hier geschehen? Na, das kann ich dir sagen, er ist tot. Immer mit seiner Fackel. Oh, der steht ja perfekt da, ey. Aber ich könnte hier wieder tauschen und die... Nehmen wir einfach Schlafpfeile. Ich fürchte, es ist Otis. Er trägt die Kleider eines Schreibers. Ah, es ist wirklich Otis. Der arme Mann. Spuren von Folter. Jemand wollte ihn zum Reden bringen. Was stimmt nicht mit dir? Armes Ding. Eine der Dienerinnen. Vorher noch ausgezogen. Schweine. Aufzeichnungen zum Palasthaushalt. Uninteressant. Briefe und Papyri aus dem königlichen Palast. Nichts Nützliches dabei. Das ist Otis Blut. Er versuchte zu fliehen. Sie wollten keine Zeugen zurücklassen. Sie kamen, als er schlief. Etwas ist in diesem Gefäß. Versteckte Notizen. Sie müssen wichtig sein. Otis-Notizen. Ich hoffe, dass du das nicht lesen musst, denn wenn du es tust, bin ich vermutlich tot. Ich stecke zu tief drin und habe mir zu viel zu Schulden kommen lassen. Ich glaube, ich habe herausgefunden, um was es bei all dem geht, und es ist größer, als ich mir vorgestellt hatte. Ein ehrgeiziger römischer Feldherr namens Rufio will ein Netzwerk aus ägyptischen und griechischen
Kollaborateuren im ganzen Land aufbauen. Ziel ist es, Rufio als Retter darzustellen und nicht als Eroberer, um Ägypten von innen heraus zu übernehmen. Falls du seine Verbündeten bereits ausgeschaltet hast, hast du zum Glück auch seine wichtigsten ägyptischen Verbindungen gekappt. Vermutlich wird er seine Pläne nicht aufgeben. Wer weiß, was er als nächstes probieren wird. Bitte sag Aya, dass ich meine Schulden bei ihr beglichen habe. Ich wünschte, wir hätten uns noch einmal treffen können. Otis. Diese Informationen zu sammeln war gute Arbeit, Otis. Während du die Duat durchquerst, schwöre ich dir, wenn ich die Gelegenheit habe, sorge ich dafür, dass Feldherr Rufio dafür bezahlt. So. Feuer der... Nicht mehr so Feuer zerstören Bauernhöfe, genau. Ach so, da kann ich ja jetzt nicht hin. Okay, wir müssen... Oh! Vielleicht... Dingens Bumster im Auge. Ach scheiße, jetzt muss ich erst das machen. Gib den Weg frei. Ja, dann mache ich erst. Dann besorge ich die erst. Oh. Wow. Ich musste eigentlich durch. Gut, ich versuch's mal hier lang. War ein bisschen falsch. Ja, ich muss da durch irgendwie. Hey! Ich muss hier durch. Sorry, Leute. Sorry, sorry, sorry. Aber ich muss wirklich dahin. Bewegung! Los! Hey, was bist du denn für einer? Ach, sehr ein süßes Kamel. Das ist ja ein hübsches Pferd. Wow. Bayek, genau der Medjay, den ich gesucht habe. Wir wissen, wie wir Gennadios Philakitai loswerden. Du hast diese Scheißkerle gefunden? In der Tat. Eine Gruppe patrouilliert am Wasser, eine weitere wartet im Waffenlager und verhaftet, wen sie will. Der letzte Mann verkündet laut Propaganda gegen uns in einem Streitwagen auf der Kanobischen Straße, sobald wir die los sind. Deine Poeten können ihre gute Nachricht in der ganzen Stadt verbreiten. Wir kümmern uns um diese Philakitai. Okay, dann mache ich erst die. Obwohl die ziemlich einfach sein wird. Ah ja. Machen wir die Schnellreise dahin. Weil ich bin Level, ich glaube, 37 und das ist. Questlevel ist, glaube ich, 22 oder so. Aber egal. Nehmen wir mit. Machen wir. Kein Problem. Können wir Senno denn schon rufen? Ich
Na, da muss sie ein bisschen mehr fliegen. Ich hab sie alle. Oh, 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 oh. Ich könnte auch hier lang, stimmt. Idiotin! Oran Vulimi, die Mechanistin in Eichhörnchen. Das geht schon. Wow. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie er diese Rolle machen kann. Ja, du bist Nummer 1. Du bist Nummer 1. Okay, der ist auf dem Wagen. Klauen wir uns einen Gaul. So. Ein Philakitai in einem Streitwagen. Ich muss Alexandria von diesen Schweinen befreien. So, hab ich. Und die nächsten. Oh Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sag dann schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.